Hi Leute, mein Name ist José Pierre Wongudika. Meine Freunde nennen mich alle nur Joe und das ist auch für euch besser so. Ich denke mal, es ist einfach. Und ich bin die neue Nummer 13 bei Preußen Münster. Am Dienstag haben die Preußen mit Joe Wongudika einen neuen Stürmer präsentiert. Wir wollten von ihm wissen, welche Erwartungen er an sich in diesem Jahr bei Preußen Münster hat. Meine Erwartung ist so, dass ich der Mannschaft weiterhelfe, vor allem, dass wir jetzt die Klasse erstmal halten. Und individuell, dass ich mich so weit entwickle, dass ich in einem Jahr als Spieler, der weitergekommen ist, zum FC zurückkehren kann. Was ist das für eine Situation in der Mannschaft, wenn du da hinkommst und schon klar ist, du bist ein Ausleihspieler? Ist das irgendwie anders als sonst in so einer Teamstruktur? Nee, ich wurde von den Jungs jetzt ganz gut in Empfang genommen, da ich auch manche Spieler halt auch schon vorher kannte, wie den Domme und Jeng zum Beispiel. Und die haben mich ganz genau normal aufgenommen, wie jeden anderen Spieler auch. Was ist dein Eindruck von Münster und von dem Verein bisher? Bisher habe ich einen guten Eindruck vom Verein. Ich kannte den Verein ja vorher schon, sonst wäre ich nicht hier hingekommen. Und von der Stadt habe ich jetzt noch leider noch nicht so viel sehen können, da ich halt oft beim Trainingsplatz jetzt nur bin. Aber das wirst du sicherlich bald nachholen. Auf jeden Fall. Teammanager Carsten Gockel erklärt, warum man sich für den Deutsch-Angolaner entschieden hat. Ja, Joe ist auch ein enorm dribbelstarker Spieler, der mit sehr viel Tempo in der Regel über die Außenbahn kommt, mit viel Zug zum Tor. Also Joe hat wirklich ziemlich viel Power zu bieten und ja, ich freue mich darüber, dass das geklappt hat. Das ist der erste Spieler, den wir ausleihen in diesem Jahr. War das speziell schwierig, solche Verhandlungen jetzt zu führen? Ja, es ist das erste Mal in der Tat, dass wir einen Spieler von einem Bundesliga-Verein ausleihen können. Die Kontakte hatten wir zu einigen Clubs. Ich freue mich umso mehr, dass es jetzt geklappt hat mit dem 1. FC Köln. Und ja, es ist eine neue Erfahrung für uns, aber letztlich auch natürlich eine gute Chance für alle Parteien. Also der Spieler hat die Möglichkeit, sich hier im Rahmen der dritten Liga zu beweisen. Wir bekommen einen guten, starken Spieler hinzu. Und der 1. FC Köln, wo der Spieler jetzt in der Regel vielleicht keine Rolle gespielt hat, hat den Spieler gut untergebracht. Im Grunde genommen ist das für alle Parteien eine sehr gute Situation. Sind mit dieser Verpflichtung die Kaderplanungen abgeschlossen? Also zunächst sind die Kaderplanungen jetzt erstmal abgeschlossen. Wir werden aber natürlich weiterhin den Markt beobachten und dann schauen, wie wir noch reagieren.